Das da vorne muss der Eingang sein. Du gehst voran. Warum ausgerechnet dich? Ich will sehen, wie stark die Gegner sind, die uns erwarten. Wir preschen auf, sobald du bereit bist. Da schickt ihr den Menschen, den ihr unbedingt braucht, da vorne? Ich meine, sie brauchen mich, weil ich ein Mensch bin. Sie brauchen auch mich, weil ich einen Schal habe. Also brauchen sie mich doppelt. Und meine Ikani brauchen sie auch, weil er einen Schal hat. Warum schickt mir nicht Funkiefer vor? Voll der Bitch-Move. Nein, und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Wir sind voll die Gefangenen, Geretteten von Suicune, Entei und Raikou, die aus irgendwelchen Gründen in diesem Spiel bis die Arschlöcher sind. Don't ask, I have no idea why this is so like this. So, Startzweig, Kämpfe, Kurse zusammen, Samen, was so? Elixierer. Guck mal, also Apfel auf jeden Fall noch einen mitnehmen. Sind die Behalte, können wir so lassen? Okay, geht nehmen wir noch einen Apfel mit, würde ich mal sagen. Da. Mitnehmen, okay. Geld ablegen, nehmen wir auch mal. So. Okay. Dann, Leute, würde ich sagen, auf geht's. Rettungstruppe, aufi! Ups. Okay. Sphärenberg, E1. Eine tolle Wurst. Immerhin haben wir Entei, Raikou und Suicune bei uns. Autsch. Okay, ich bin sehr still gerade. Ich kann mir da gesamte Situation etwas überfordert, möchte ich mal anmerken. Okay, sag mal, kämpfen die beiden auch? Die anderen? Warte mal. Ich habe das Gefühl, dass Entei, Suicune und Raikou nicht kämpfen. Okay, Taktik wählen. Machen die Arschgeigen nichts? Das wäre jetzt... Ach, die machen was gut. Ich dachte schon wirklich, dass sie jetzt nichts machen. Bitte was? Was war das jetzt gerade? What the fuck? Okay. Okay, immerhin helfen sie doch. Ich dachte jetzt wirklich, dass sie nichts machen, die drei. Da war ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich meine, die sind auch so schon ziemlich stark. Okay, gehen wir mal hier lang. Ach, da unten geht's ja weiter. Ich bin jetzt hier weggerannt von da. Oh, ein Kripphook. Das ist mein Nicht-Lieblings-Pokémon. Oh, cool, es wurde besiegt. Oh. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier eigentlich gerade tue. Hast du ihn besiegt? Gut. Immerhin kann man so ein bisschen trainieren, also XP sind gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Oh Gott, ich hasse Kripphook. Hier, mach du mal. Danke. ja, hier, komm, Giftschutz. Ich glaube, Dingens ist Stahl. Flunkiefer, das kann, glaube ich, eh nicht vergiftet werden. Deswegen lohnt sich der Giftschutz, glaube ich, nicht so. Durch hier. So. Huch. Immerhin sind wir nicht zu 7, nur zu 6, in Anführungszeichen. Oh. Okay, ich hasse dich. Geil. Gut. Gucken wir unten nochmal ganz kurz. Was eigentlich, glaube ich, keine gute Idee ist. Die sollten sich, glaube ich, wirklich ein bisschen über... Ah, ein Item. Oh, ein Schleimhaufen. Mmh, jetzt hat sich doch alles gelohnt. Geil. So. Mal ganz kurz. Arschloch-Level ist ein Arschloch-Level. So. Oh. Oh, ein Meditier. Nee, wie hieß das? Das heißt nicht Meditier. Meditalis, genau, aus dem Video. Raikou? Oh. Au, Raikou, mach. Au! Alter! Raikou, mach du mal. Danke. Raikou hat eben mal so Donnerblitz und haut alles weg. Seifenschutz, ja, gib mal her, bitte. Bären, Schleim, Starzweig. Okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und zu viel dazu. Gut, ich kann nochmal hier ganz kurz gucken. Ich bin ganz so. Ist das ein Nibulak? Tatsache. Oh mein Gott, ist das niedlich. Es ist so klein und süß. Und Manikani greift einfach mal so voll random Suicune an. Voll geil. Was?
Diese riesen Augen! Gut, das ist ein kleiner Motherfucker, Mann! Abenteuertipp. Wurde ein Pokémon von einem Fluch belegt, sinkt seine KP rapide. Ich habe gehört, wir siegen das schnell und verschwinden. Oh, das Fluch ist schon weg. Egal, wir gehen trotzdem weiter. Lel. So. Unten ist wieder was zum Aufheben. Geh mal weg. Oh, das schaffe ich. Alter! Alter, wie viel Damage die raushauen. Boah, sind die mal scheiße oder so. Ich wünsche, dass ich hätte mehr... Mann! Sad Shade. Okay, Cardonis, setz zur Trümmer ein. Sonst ist gerade ziemlich egal, was du tust. Oh, komm. Ich hasse dich. Ich weiß nicht, was du tust, aber ich hasse dich. So. Oh Mann, das wird echt knüppelhart, glaube ich. Könnte Cardonis wieder mal aufhören mit seinen zur Trümmer. Das gibt mir gerade so ein bisschen auf den Keks. Ich würde Penis sagen, aber ich glaube, das wurde dann gemessen. So, ja, Feuerwirbel. Boah, ey, ich hasse mein Leben so dermaßen gerade. Immerhin machen die anderen gut Damage. Das ist schon mal was. Gucken wir hier oben mal noch ein bisschen. Oh, hier geht's nicht weiter. Oh, das ist aber schön. Alter. Haiku. Krasser Lümmel. Was ist schon? Ist aber kein großer Dungeon in dem Level hier. Na gut. Sammelfalle. Oh, alle Pokémon, die auf der Ebene sind, versammeln sich um einen herum, wenn man auf diese Falle tritt. Das ist aber schön. Da könnt ihr schon fast ein bisschen ausrasten. Naja, zum Glück sind wir auch wieder. So. Macht sogar viel Damage. Und bye. Bye, bye, bitch. Such XP. Oh ja. Super, super viel XP für uns. Lass mich mal. Was ist das denn für eine Falle? Eine Warpfalle? Oh, bitte keine. Oh, ich dachte schon. So, was haben wir denn hier? Gib mal her. Gif, 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 gif. Zweckexperte. Yay, yeah, das ist scheiße. Oh, fuck. Ich meine natürlich. Oh, Mist. Das ist aber echt doof gelaufen. Sabalot ist das doof. So. Siegen wir den? Was nicht. Machen wir das? Hassen wir dich? Ja, wir hassen dich. Wir besiegen dich jetzt! Aber ich hab's nicht gut. Ach, egal, wir haben besiegt. Stärke plus Y! Stärke plus Y! For me, just for me! Ich bin so egoistisch, gefährt damit. So, Alter! Boah, wie ich diese Fanny einfach mal hasse. Geht's noch? Hallo? Sind wir eigentlich auch vollständig? Wir müssen zu 6 sein, ne? Sieht gut aus. So, hier ist nichts. Oh, wieder ein Nebulak. Das sieht so niedlich aus. Diese kleinen riesigen Augen. Alter! Digga! Perfekt. So, und geht's weiter? Oh, noch eine Sinnelbeere. Also, ein Sinnelbeeren, würde ich sagen, fehlt uns mal nicht. So, Funk im Flug. Komm ran, Digga. Komm ran, Digga. Das ist wirklich dick. Hihi, toll. Okay. Wirklich groß. Die einzelnen Dungeon-Level liegen sie hier nicht, ne? Ich bin wieder krass gefightet gegen Nebulak. Habt das? Ist sind vollständig, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchzählen. Warum sagt man eigentlich zu den drei legendären Hunde? Weil es sind eigentlich ein Tiger, ein Löwe und ein Panda. Sind doch eigentlich Katzen. Wow, habt ihr das gesehen? Oh ja. Okay. Weiter. Okay. Ey. Besiegt mal einer das Nebulak? Besiegt mal einer das Nebulak? Danke. Schadensansteckung. Ja, von mir aus. Ja, geben wir mal meine Kanne was. Da oben ist ein Lümmel.
Der Lümmel verlümmelt den Lümmel. Okay. Seid ihr durch hier? Okay. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Ja, ne? Oh. Jemand hat ja eine Sinnelbeere. Hast du die Sinnelbeere? Das kann gut sein. Ich würde mal sagen, da kümmert sich die Kühlung drum. Oh, das wollte ich nicht. Oh, oh, stimmt, sie kümmern können aber Wasser, weil es ein Wasser-Pokémon ist. Witzig. Was hier? Oh, Nebulak. Warum geht's eigentlich auf mich? Was ist eigentlich Nebulak? Was ist eigentlich dein Problem? Wir sind zu sechst. Und du so, oh, ich gebe auf, das ist deine Flamly. Okay. Ich verstehe eh nicht, warum ich vor muss. Hallo, ich bin ein kleines, publikes Flamly. Was wollt ihr von mir? Okay, du pennst. Nicht mehr lang, mein Süßer. Nicht mehr lang. Ich finde es schön, wie ich einfach alle für mich kämpfen lasse, weil ich einfach keinen Bock habe. So. Schön, dass das Vieh hat, glaube ich, Erzwinger, ne? Was der AP erhöht. Nicht so geil. Aber naja, was soll's. So. Ach nee, da oben geht's auch noch lang. Ach, das ist auch noch. Ja, nein, so viel dazu. Gut, dann auf zum nächsten Level. Vorher noch ein Äpfelchen rein verdrücken. Rein schnabulieren. Ja, weiter geht's. Wir kommen ganz schön weit, würde ich mal sagen, oder? Dafür, das weiß nicht für was, aber wir kommen auf jeden Fall weit. Oh, Stärke plus X. Ach, Flunkiefer hat das aufgehoben? Einer von uns? Oder gibt es hier noch mehr Flunkiefer? Ah, unseres. Dann gib mal her hier. So. Weißt du Bescheid? Ist irgendwo ein Kampf, in dem ich wissen sollte? Oh, hier sind sogar mehrere Kämpfe. Da hinten, die sind jetzt fertig. Nee, ach, die sind immer noch nicht fertig. Okay, die sind fertig. Raikou, machst du auch mal was? Ich glaube, ich gebe meine Kani mal einen Elixier. Okay, so. Geld. Ich hab's gewusst. Ich dachte so, da ist bestimmt eine Falle dazwischen. Was passiert? Eine Falle ist dazwischen. Oh, Mann. Fallen sind echt arschig. Am Anfang dachte ich so, ja, Fallen, ja. Wie spannend. Aber inzwischen fucken die mich schon richtig ab. Also, muss ich schon sagen, Props an die Ersteller, die wissen schon, wie man die Leute richtig wütend macht. Oh, hi. Ich hab keinen Bock. Komm, macht ihr das mal. Ich hasse Nebulak. Das ist immer so. Seht ihr? Das meine ich. Na komm, Raikou, mach mal was Sinnvolles. Danke. Warum eigentlich? Was ist eigentlich dein motherfucking Problem, dass du auf mich gehst? Schon da sind doch viel krassere Gegner, ja? Und du gehst auf mich, du kleine Person. Na gut. Okay, sonst hat nichts. Und Skelabra sehe ich oben auch schon sitzen. Oh! Ich bin wieder mal voll rumragen, aber eigentlich finde ich es ganz toll. Also ich tue gerade nur so. Raikou? Danke. Ah! Komm mal her. Einschüchterer! Ja, hier, guck mal, die Kanäle. Du bist so einschüchterungsmäßig. Das ist unglaublich. Wollen wir das Skelabra mal probieren, Leute? Metal, Leute. Yeah, super duper Attacke! Alle aufs Skelabra! Besiegt. Witzig. Oh. Jetzt bist du Weitsichtigkeit. Naja. Oh nein, sie sind alle zerbrochen. Okay, jetzt haben wir so, ja, als Einzel nochmal einen Schutz plus. Auch nicht schlecht. Hier noch. Okay. Item Schuss plus aufstecken. Weitsichtigkeit ersetzen. Na komm, mach mal so.
War es vielleicht dumm, dass ich meine Süchtigkeit jetzt mir gegeben habe. Ich hätte vielleicht doch lieber Manikani geben sollen oder Flunkiefer, aber naja, egal. So. Gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir schon alles durchgefrühstückt. Alter! Lass mal sich kühlen in Ruhe, Digga! Oh, das war jetzt nicht so der geile Schaden. Oh, das ist recht nicht. Ah, das war ganz okay. Gut. Wie die laufen, ey. Die Laufanimationen haben der echt scheiße gemacht. Von Suki und Raikou und Entei. So wobbel, wobbel, wobbel. Ich meine, hallo. So, Weitsichtigkeit. Ja, genau. Jetzt hier, komm. So, hier. Nein, nein, erstmal meine Kanäle. Komm, so. what? Oh, das macht also zur Trümmere. Ich denke auch, dass er Geister in der Hut hat. Ich wollte einfach mal das halbe Ding. Witzig. Was haben wir hier noch? Oh. Punktlander. Was macht das nochmal? Bewirkt als Ringeschmuck, dass der Träger Angriff Fleisch ausweicht. Okay, nehmen wir das mal. Oh, ja, hier, komm. Ja, du. Sonst bist du schon so ein bisschen scheiße, oder? Mehr fällt mir gerade dazu nicht ein. Alter, Leute, hier ist einer. Mach den mal bitte tot, danke. Hier. Gosh! Schmeißt du mich erstmal auf den Krippuck drauf? Ich denke, ich bin hier im falschen Film. Gosh! So, okay, geht's weiter. Alter, Karadonis, chill your tits. Zerschlägt erstmal das gesamte Dungeon. Take this. I'm dead. Oh, danke schön. Okay, da unten werden, glaube ich, gerade neue Gänge erstellt von Karadonis. Danke dafür. Oh Gott. Ich laufe hier, wie so Kacke laufe ich. Okay. Fußkick. Alter, er hat geschlafen und ist halt gestorben, ey. Wir sind so cool. Boah, ey, wir haben Hunger. Boah, ey. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wie viele Äpfel? Noch 3 Stück. Okay, wir sollten wieder ein bisschen Eier machen. Nicht, dass wir jetzt wieder auf dem halben Weg verhungern. Ist hinter uns was? Ah, hinter uns ist was. Dann drehen wir nochmal ganz kurz um. Faktik hat einer mit Flunkiefer. Flunkiefer ist okay. Was ist das? Ah, wir müssen noch auf den Warten kurz. So, wieder alles okay? Gut, wir sind wieder vollständig. Geht eigentlich besser als gedacht. Also ich dachte, wir sind übelst oft verstreut oder so, aber läuft eigentlich ganz gut momentan. Du Idiot. Na, komm ran, Digga. Komm noch ran. Trau dich. Ha! So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach direkt runter. Dann kann ich direkt durch, natürlich. Gut. Dann auf zu E7. Oh! Wir müssen inzwischen ziemlich weit oben sein. Seht mal. Diese Fußabdrücke. Wer hat solche Füße? Kein Pokémon lebe. Okay, Pokémon vielleicht, aber ich meine, was sind das für Fußabdrücke? What the fuck? Das sind vorzeitliche Schriftzeichen. Du da. Ja? Lies vor, was da steht. Also gut, ich fange an. Bald habe ich mein Ziel erreicht. Der Gipfel des Sphärenbergs ist der Ort, an dem das Portal der Hoffnung erscheint. Das Portal ist ein gebündelter Lichtstrahl, der in meine Welt zurückführt. Aber der Ausgang aus der Welt ist nichts. Es ist der Ausgang aus der Welt ist nichts. Es stimmt also, am Gipfel gibt es einen Ausgang. Aber es gibt da ein Problem. Unzählige Schatten des Nichts hindern das Licht daran, den Gipfel zu erreichen. Oh nein! Nicht schon wieder diese schwarzen Dinger. Oh. Und dann auch noch unzählige davon? Hör auf zu jammern und lies weiter. Oh, okay.
Die Macht des Schatten Einhalt zu gebieten. Was? Die Macht des Schatten Einhalt zu gebieten? Besitze ich leider nicht. Deshalb habe ich beschlossen, hier zu warten. Zu warten? Aber auf was? Die Sterne verraten mir, dass die dunkle Materie bald zum Stillstand kommen wird. Denn alle Handlungen der dunklen Materie sind abhängig vom Lauf der Sterne. Jetzt liegt alles in den Händen meiner Kameraden, die in meiner Welt kämpfen. Sie müssen den Baum des Lebens so lange genug vor der dunklen Materie beschützen. Schaffen Sie es, kommt die dunkle Materie zum Stillstand und die Welt ist gerettet. Aha, dann kann ich diesen Ort endlich verlassen. Dann werde ich endlich aus meinem steinernen Gefängnis befreit. Aber selbst wenn ich von hier entkomme, ist der Kampf noch nicht vorbei. Ich muss Vorbereitungen für die Zukunft treffen. Für die ferne, ferne Zukunft. Das ist alles. Mehr steht da nicht. Die dunkle Materie kommt zum Stillstand? Der Lauf der Sterne? Was hat das zu bedeuten? Die dunkle Materie raubt dem Baum des Lebens ununterbrochen Lebensenergie, bis er schließlich verdorrt. Das bedeutet das Ende für diesen Planeten, für unsere Welt. Aber die dunkle Materie ist anscheinend abhängig vom Lauf der Sterne. Deshalb kann sie nicht immer aktiv sein und kommt regelmäßig zum Stillstand. Das Pokémon, das diese Nachricht verfasst hat, wusste, dass dies bald geschehen würde. Also beschloss es, hier auf diesen Tag zu warten. Ob es ihm letzten Endes wohl gelungen ist, von hier zu entkommen? Das weiß ich leider auch nicht. Sicher ist nur, dass die dunkle Materie damals wirklich zum Stillstand gekommen sein muss. Woher willst du das wissen? Ganz einfach, weil unsere Welt doch immer existiert. Hätte die dunkle Materie weitergewütet, wäre unsere Welt schon längst untergegangen. Dann hätte es uns alle nie gegeben. Erinnert ihr euch noch an den letzten Satz dieser Inschrift? Achso, für Kiefer sagt das noch. Ich muss Vorbereitungen für die Zukunft treffen. Für die ferne, ferne Zukunft. Ich glaube, diese ferne, ferne Zukunft ist jetzt. Der Verfasser dieser Nachricht wurde vielleicht gerettet. Aber er wusste, dass die dunkle Materie in ferner Zukunft wieder aktiv werden würde. Und das soll genau jetzt passiert sein? Die dunkle Materie soll ausgerechnet zu unserer Zeit zurückgekehrt sein? Die Pokémon, die den Baum des Lebens vor vielen, vielen Jahren beschützten, haben verschiedene Vorkehrungen für die Rückkehr der dunklen Materie getroffen. Das Siegel der Quelle auf dem Segensberg war sicher auch eine davon. Aber diese Schufte, Planers und Ivetal sind uns zuvorgekommen und haben euch ausgetrickst. Daran seid ganz allein ihr Trottel schuld. Aber... Ach, es bringt jetzt wohl nichts, ihm zu widersprechen. Er würde mich sowieso nur wieder anknurren und wütend werden. Aber sein Ton eben war wirklich daneben. Der Kerl bringt uns doch zur Weißglut. Könnte der Lauf der Sterne die dunkle Materie auch in unserer Zeit wieder aufhalten? Du machst dir Hoffnung zu entkommen, indem wir einfach hier warten, was? Schlag dir das besser wieder ganz schnell aus dem Kopf. Diese Vorfälle mit den Versteinerungen haben erst vor kurzem angefangen. Wann genau die dunkle Materie wieder aktiv wurde, kann ich dir natürlich nicht sagen. Aber so viel steht fest, in absehbarer Zeit, naja, wird sie wohl wieder nicht wieder zum Stillstand kommen. Hoffnungen mache ich mir grundsätzlich keine. Ich habe nur aus Interesse gefragt. Ich werde diesen Schatten in Stücke reißen, bis ich hier rauskomme. Du gehst wieder voran. Wir brechen auf, sobald du bereit bist. Ihr seid nichts weiter als Werkzeuge für uns. Bis wir diese Welt verlassen haben. Ist das klar? Wie arschig die einfach sind. Leute, chillt mal eure Base. Wow. Das ist vielleicht ein Ekel. Die Welt steht kurz vor dem Untergang und die drei denken nur an sich. Warum lässt du dir das gefallen, Flunkiefer? Macht dich das denn nicht auch wütend? Mit Entei könntest du es doch locker aufnehmen. Mit Entei vielleicht. Aber sicher nicht mit allen dreien gleichzeitig. Außerdem, ich weiß nicht, wie du dir das erklären soll, wie ich dir das erklären soll, aber aus irgendeinem Grund stört mich dein Verhalten nicht. Seltsam, oder? Ach so? Na, was soll's.
Es ist auf jeden Fall nicht mehr weit. Geben wir unser Bestes, damit nicht nur die drei, sondern auch alle von hier entkommen. Und so weiter und so fort. Okay. Gucken wir mal. Items ablegen. Sortieren. Die ganze eklige Schleimkost, die will ich nicht essen. Steht immer da, dass sie schlimme Nebenwirkungen haben kann. Und ich will, wenn ich einem was nicht will, ist es schlimme Nebenwirkungen in meinem Team. Gut. Ablegen. Ich brauche dringend ein paar Belebersamen. Und Äpfel. Nehmen wir mal 4 mit. Habe ich noch Beleberzeug irgendwo? Ich hoffe es. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche dringend Belebersamen, ey. Oh Gott. So. Na gut. Meine lieben Freunde. Zur nächsten Etappe geht's in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, wie mit Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich bin mal gespannt, wie weit das hier noch geht. Geld kann ich auch noch ablegen. So, okay. Ciao.